derer, deren, dessen und denen. In diesem Video schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, wann und wie man diese Wörter im Deutschen benutzen kann. Los geht's! Diese vier kleinen Wörter haben zwei Funktionen im Deutschen. Einmal können das Relativpronomen sein und das können auch Demonstrativpronomen sein. Wir beginnen zuerst mal mit den Relativpronomen. Dessen und deren sind Relativpronomen im Genitiv und denen ist auch ein Relativpronomen, aber für Dativ Plural. Dessen ist das Relativpronomen im Genitiv für maskulin und neutral und deren ist das Relativpronomen auch im Genitiv für feminin und plural. Und ob wir hier maskulin, neutral, feminin oder plural brauchen, hängt immer vom Bezugswort ab. Wir schauen uns jetzt gleich ein paar Beispiele an, dann wird das ganz klar. Zum Beispiel für maskulin. Der Tisch, dessen Beine aus Metall sind, ist ein Designertisch. Das Bezugswort hier ist der Tisch, das ist maskulin, also brauchen wir dessen. Noch ein Beispiel. Das Haus, dessen Tür total kaputt ist, kostet nur 30.000 Euro. Das hier ist natürlich neutral, das Haus, also brauchen wir auch dessen. Ein Beispiel für feminin. Die Frau, deren Mann Arzt ist, ist eine gute Freundin von mir. Die Frau, deren. Und noch ein Beispiel für Plural. Die Bäume, deren Blätter total grün sind, sind sehr schön. Und was ihr bei all diesen vier Sätzen sehen konntet, im Gegensatz zu anderen Relativsätzen, steht hier nach dem Relativpronomen immer direkt ein Substantiv, ohne Artikel. Wir hatten der Tisch, dessen Beine, das Haus, dessen Tür, die Frau, deren Mann und die Bäume, deren Blätter. Wie ihr seht, kommt immer direkt ein Substantiv ohne Artikel nach dem Relativpronomen. Um das ein bisschen besser zu verstehen, gebe ich euch jetzt noch eine Alternative für diese Relativsätze. Wir können das nämlich auch immer mit zwei Hauptsätzen ausdrücken. Nehmen wir nochmal das erste Beispiel. Der Tisch, dessen Beine aus Metall sind, ist ein Designertisch. Ich kann auch sagen, der Tisch ist ein Designertisch, Punkt. Seine Beine sind aus Metall. Wie ihr hier sehen könnt, können wir das also auch alternativ mit zwei Hauptsätzen ausdrücken, wobei denn der zweite Hauptsatz mit einem Possessivpronomen beginnt. Seine Beine. Und da seht ihr auch gleich schon die Funktion von diesen Relativpronomen im Genitiv. Sie haben nämlich fast immer eine possessive Funktion. Das heißt, sie drücken Zusammengehörigkeit aus zwischen dem Bezugswort und dem Relativsatz. Nehmen wir uns noch einen Relativsatz von gerade und machen das Gleiche nochmal. Die Frau, deren Mann Arzt ist, ist eine gute Freundin von mir. Ich kann auch sagen, die Frau ist eine gute Freundin von mir, Punkt. Ihr Mann ist Arzt. Dann kommen wir jetzt noch zu denen, das Relativpronomen für Dativ Plural, und danach gibt es eine kleine Übung für euch, wo ihr diese verschiedenen Relativpronomen einsetzen müsst. Zum Beispiel, die Kinder, denen ich am Wochenende bei den Hausaufgaben helfe, haben sich schon total verbessert. Also hier ist das Bezugswort erstmal Plural, die Kinder, das heißt das Relativpronomen muss auch im Plural stehen und wir haben im Relativsatz das Verb helfen. Helfen geht mit Dativ, also brauchen wir denen. Noch ein Beispiel, heutzutage gibt es viele Politiker, denen die Menschen kaum noch zuhören. Hier haben wir auch wieder viele Politiker, was Plural ist und das Verb zuhören geht mit Dativ. Ich höre dir zu oder ich höre dir nicht zu.
Gut, dann kommen jetzt ein paar Sätze und ihr seht genau, was ihr machen müsst. Ihr sollt immer das korrekte Relativpronomen ergänzen. Wir haben jetzt dessen, deren und denen. Alles klar, ich hoffe, das hat dann gut funktioniert. Jetzt seht ihr gleich eine weitere Übung. Ihr seht immer zwei Sätze, zwei Hauptsätze. Der zweite beginnt mit einem Possessivpronomen. Das heißt, ihr könnt auch einen Satz schreiben, und zwar einen Satz mit einem Relativpronomen im Genitiv. Ich gebe euch kurz ein Beispiel. Das ist mein Freund, sein Hund heißt Benno. Das können wir jetzt auch mit einem Relativsatz im Genitiv schreiben. Das ist mein Freund, dessen Hund Bello heißt. Denkt daran, dass auch hier das Verb am Ende stehen muss. So, und jetzt seht ihr kurz vier Sätze. Ich lasse die nur 10 Sekunden da. Das heißt, was ihr jetzt machen sollt, ihr klickt kurz auf Pause und schreibt bitte unten in die Kommentare, die 4 korrekten Sätze natürlich mit einem Relativpronomen im Genitiv. Und ich werde mir diese Sätze dann anschauen und euch ein paar Tipps geben, falls ihr Fehler gemacht habt. So, dann kommen wir jetzt zu den Demonstrativpronomen. Und hierbei konzentrieren wir uns jetzt auf die beiden im Plural und das können deren oder derer sein. Erstmal ganz einfach können wir deren als Alternative zu ihren benutzen. Wenn wir uns den Satz anschauen, das sind ihre Autos, kann ich auch sagen, das sind deren Autos. Das hat auch theoretisch genau die gleiche Bedeutung, nur ist bei ihren nie ganz klar, wer gemeint ist. Ist das eine Frau, ist das Plural oder ist das vielleicht sogar formell? Das heißt, wenn wir deren benutzen, ist es immer klar, dass es Plural ist. Wenn ich zum Beispiel den Satz habe, hast du ihre E-Mail schon gelesen? Dann kann das jetzt bedeuten, dass das die E-Mail von einer Frau ist oder dass das die E-Mail von mehreren Personen ist. Und wenn ihr hier ganz klar machen wollt, dass das Plural ist, das heißt, dass die E-Mail von mehreren Personen geschrieben wurde, wäre es besser, wenn ihr den Satz so sagt. Hast du deren E-Mail schon gelesen? Dann kommen wir noch zu derer und da kann ich euch gleich sagen, das ist etwas, was wir im Deutschen sehr selten benutzen. Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel. Die Sorgen derer, die kein Geld haben, werden immer größer. Grammatikalisch nennen wir das, was hier passiert, vorausweisend. Denn wir schauen uns diesen Artikel an, derer, und danach kommt die Erklärung. Als Alternative können wir hier aber auch ganz einfach von plus Dativ nehmen. Ich kann also auch sagen, die Sorgen von denen oder auch von den Leuten, die kein Geld haben, werden immer größer. Und ganz wichtig, nach diesem Pronomen derer hier folgt immer ein Relativsatz. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Die Wut derer, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, das ist jetzt der Relativsatz,
drückte sich in landesweiten Demonstrationen aus. Noch ein Beispiel: Die Jobmöglichkeiten derer, die studiert haben, sind in der Regel deutlich größer. Das heißt, wie ihr in all diesen Beispielen sehen könnt, erklärt uns der Relativsatz mehr, wen wir mit derer meinen. Und wie gesagt, wir können das auch immer mit von plus Dativ ausdrücken. Ich weiß, dieses Thema mit derer ist jetzt gar nicht so einfach zu verstehen. Am besten versteht man das aus meiner Erfahrung mit mehr Beispielen. Und deshalb brauche ich jetzt eure Hilfe. Schreibt bitte unten in die Kommentare ein paar Beispielsätze, überlegt euch etwas und ich werde die dann korrigieren und alle anderen, die noch ein bisschen verwirrt sind oder Fragen haben, lest euch die Kommentare und die ganzen Beispiele durch und mit jedem Beispiel, was ihr lest, werdet ihr das besser und besser verstehen. Alles klar, Leute, dann sind wir jetzt am Ende. Ich danke euch dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Danke auch für eure Kommentare, ja, die ich mir später natürlich anschauen werde. Und ihr wisst ja, wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.